Ein Gespräch zwischen dem in die Kritik geratenen Pastor Olaf Latzl und Vertretern der Bremischen Evangelischen Kirche ist am 3. Februar ohne Einigung zu Ende gegangen. Latzl hatte am 18. Januar in einer Predigt davor gewarnt, die Unterschiede zwischen Christentum und Islam zu verwischen. Es gibt nur einen wahren Gott. Wir können keine Gemeinsamkeit mit dem Islam haben. Er wandte sich auch gegen das gemeinsame Gebet von Christen und Muslimen. Die Bremische Evangelische Kirche distanzierte sich scharf von Latzl. Deren oberster Repräsentant, Schriftführer Renke Brahms, sprach von geistiger Brandstiftung. Latzls Formulierungen seien geeignet, Gewalt gegen Fremde, Andersgläubige oder Asylbewerber Vorschub zu leisten. Der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte Latzl, er stehe nach wie vor voll hinter der Predigt. Die Kirchenvertreter hätten sich in dem Gespräch einer inhaltlichen Auseinandersetzung verweigert. Die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht hat sich für eine Stärkung der Familien ausgesprochen. Im Alltag führe die Notwendigkeit, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, oft zu Überforderungen von Eltern und Kindern, sagte die 56-jährige CDU-Politikerin am 3. Februar bei einem Besuch der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA in Wetzlar. Künftig wolle sie sich unter anderem verstärkt in die Arbeitsgruppe Familie der CDU einbringen, wo Weichen für die künftige Politik der Partei gestellt werden, sagte die evangelische Theologin. Das Spannungsfeld von Medizinern zwischen Patienten, Krankenkassen und Privatleben hat im Fokus der Tagung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner, ACM, gestanden. 260 Teilnehmer tauschten sich in den Workshops zu verschiedenen Herausforderungen in den medizinischen Berufen aus. Sehen Sie einen Kommentar von Pfarrer Hartmut Behrendt zu Jesus als Orientierungshilfe. Morgens steht er am Ufer des neuen Tages, so wie er es damals versprochen hat. Und so kann ich ihn in der stillen Zeit ansprechen. So kann ich immer wieder seine Kraft anzapfen und so kann ich von ihm Orientierung holen. Durch sein Wort, durch Menschen, die mir begegnen, die ihm auch gehören, durch vieles, was mir kostbar ist im Leben. Jesus ist meine Mitte und Jesus ist mein Ziel. Und die Gaben, die ich empfangen habe aus Gnade von Christus, die kann ich einsetzen, um seinen Namen weiterzugeben, um Menschen zu ihm einzuladen. Und die Gaben helfen mir, meine Grenzen zu sehen und mich nicht zu übernehmen, zu delegieren und in der Lage zu sein, mein Leben bewusst und ja, auch ein Stück dankbar und zufrieden zu erleben.